Aber ich könnte dir von dieser Perspektive sofort sagen, welches Modell das ist und welche Motorisierung. Wir haben hier die Basisversion, 728i. Der wird komplett verkannt, dieser 7er BMW. Ich meine, der ist jetzt relativ mager ausgestattet. Der 728 hat immerhin auch schon 184 PS, auch 40.000 Mark gekostet, so wie er hier steht. Ja, ja, schönes Auto, mal was anderes. Boah, der Yannick, ne? Kommt immer zu spät. Das ist echt, als hätte ich nichts zu tun. Ah, guck mal, wenn man vom Lappen spricht, da kommt er zur Tür rein. Hallo Yannick, schön, dass du auch mal wieder da bist. Schönen guten Abend, Yannick. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Michael Kappenstein. Ich heiße immer noch Markus Niemann. Markus Niemann. Und das ist der BMW. Den hättest du auch mal vorhin über Straße fahren können. Ja, der kam gerade immer so. Geil. Der ist gerade hier, der ist noch gar nicht kalt. Warte mal, ja. Guck mal. Ja, Motorhaube ja. Ist auch noch warm. Ja. Geiles Auto grundsätzlich. Ja. Weil ich habe schon ewig keinen 7er BMW mehr gesehen. Also. Und weißt du, was das Fantastische ist? Nee. Ich habe jetzt nicht hinten geguckt. Ich habe auch nicht in die Papiere geguckt. Ich habe mir auch nicht den Motorraum angeguckt. Aber ich könnte dir von dieser Perspektive sofort sagen, welches Modell das ist und welche Motorisierung. Warum könnte ich das? Ich gebe dir einen Tipp, hat mit dem Innenraum zu tun. Nee, deswegen könnte ich das nicht. Das ist, hat mit dem Innenraum? Hat mit dem Innenraum zu tun. Siehst du sofort, welche Motorisierung. Weil der Velul-Sitze hat oder warum? Nee, das haben sie alle. Also den gab es ja in vier Motorisierungen. 728i, 732i, 735i, 745i. So, wir haben hier die Basisversion, 728i. Ja. So, und weißt du, woran ich das erkenne? Ich war da noch gar nicht geboren, wie der rauskam. Der ist aus 77, ne? Ja, überleg mal, wie klein ich da war. Nein, der ist aus 87. Das letzte Modellpflege sieht man dieses berühmte Shark Nose, was der 6er genauso hatte wie der 7er auch, ist hier schon sehr, sehr, sehr abgeschwächt. Mhm. Ich fand die erste Serie mit dieser richtigen Shark Nose eigentlich mega geil. Da war das Cockpit noch ein bisschen anders. Das hatte drei Rundinstrumente, war super, aber darauf zurückkommend, ich erkenne ihn, weil er hat keine ausgeformten Einzelsitze hinten. Ach, und das hat er sonst? Der 8732. Da sieht man wieder, Markus weiß einfach mehr als Michael. Ab 732, jetzt kommt es noch besser, ab 732 hatten die hinten Einzelsitze, ja. Hinten Kopfstützen und andere Bezugsstoffe. Ah, okay. Und jetzt kommt es noch weiter, jetzt lege ich noch einen drauf. Der 732 hatte einen Holzaschenbecher und eine Holzmittelkonsole. So, dann hast du den 732 erkannt, weil der 735 hatte zusätzlich, nämlich auch noch zu den Holzintarsien, hier oben über dem Handschuhfach auch noch eine Holzverkleidung. Okay. Und schon hast du sie eigentlich komplett entlarvt. Dann wird es nur noch schwierig mit dem 45, aber der 45 war grundsätzlich in Automatik. Das heißt also, gerade beim BMW, der BMW war das Fahrzeug, wo kaum Automatik bestellt wurde. Jetzt wird wieder irgendeiner, der was zu meckern haben, sagen, oh, stimmt ja gar nicht. Aber es war der Anteil. Klang, auch der Klang hier ist ja wieder schön, ne? Der Anteil an fantastisch. Der Anteil an Automatikmodellen ist beim BMW eigentlich sehr gering. Ich finde einfach, der wird komplett verkannt, dieser 7er BMW. Das ist ja nun mal der Konkurrent zur S-Klasse. Ja. Und wenn ich mir den ganzen Innenraum so anschaue, da kann der einiges mehr als die S-Klasse das kann. Zu der Zeit. Wenn du dir so den sterilen, sag ich mal jetzt, Innenraum von der S-Klasse anschaust und der hat schon dieses fahrerorientierte Cockpit, was ich mega geil fand.
entspannt, denn du sitzt da drin fast wie im Flugzeug, weil alles um dich herum ist zu dir geneigt und du kannst es wunderbar erreichen. Ja, guck mal, da ist sogar noch ein zweiter Siebener drin. Aber cool. Aber alles Dinge, die eigentlich ja, kaputt gehen. Nee, aber das war ja so, da hatte der Kunde, der uns den reingegeben hat, der hat gesagt, Michael, der Wagen hat das nicht gebraucht, aber ich habe gesammelt. Wenn ich sowas gesehen habe und irgendwo kaufen konnte, dann habe ich so Sachen immer wieder gekauft, ne? Es ist clever aus dem einfachen Grunde, weil der Anteil an diesen E2... Ja, ne? Wenn so ein Relais kaputt geht oder so, das ist... Ja, oder ein Schalter. Ich glaube, das nutzt glaube ich, herzlich wenig. Nee, das ist von der Heizung. Ja, aber hier sind ja so... Es ist einfach, ne? Hier sind Relais und so drin. Ich finde das schon gut, wenn die Leute das sich an Seite tun. Ne? Vor allen Dingen ist das auch immer ein Indiz dafür, dass die ihr Auto geliebt haben. Ne? Kommt aber auch noch erschwerend hinzu, weil sowas sehe ich natürlich sofort. Da steht was vom BMW E23 Club. Ja. So, und dann, wenn man sich so ein bisschen im Club angeschlossen hat und auch im Club organisiert ist, dann legt man schon Wert. Ist auch bei solchen Fahrzeugen sehr empfehlenswert. Aus dem einfachen Grunde, die Clubs wissen immer noch irgendwelche Kniffe und irgendwelche Tricks, wenn es irgendwelche Probleme mit Ersatzteilversorgung gibt oder mit Schwierigkeiten. Also ich weiß, der war auch in diesem BMW E23 Club. Ich weiß gar nicht, ob es den Club noch gibt oder ob... Aber ich weiß, dass er da für immer sehr aktiv war. Und er hatte mir erzählt, da waren ja viele alte Herren drin, die alles noch wie aus dem FF wussten und die auch noch so einen Motor einstellen konnten. Ne? Also, ich meine, der ist jetzt relativ mager ausgestattet, aber das ist beim 728 allerdings relativ normal. Nur wir müssen uns vor Augen halten, der 728 hat immerhin auch schon 184 PS, 6-Zylinder-Reihenmotor mit Einspritzanlage. Und das ist ja eigentlich schon mal eine Ansage, ne? Wenn du bedenkst, Konstruktion ist so, ja, wann ist der rausgekommen? 1980 kam der erste 728i, davor waren es Vergasermodelle. Das ist ja schon mal, also der hat die 200 Kilometer Marke, hat er so gerade eben angekratzt. Und man sieht ja auch hier, der hat ja sogar doppelte Teppich drin, da hat man ja nicht den Teppich, der da drin ist, versaut, um den Originalen zu schonen. Ich persönlich finde, der ist vom Zustand sehr schön. Wir hatten ja in der letzten Zeit häufiger mal BMW 6-Zylinder vorgestellt. Zubehör, Hartke. Aber Hartke ist BMW-Tuner, insofern absolut legitim. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, war beim 7er, sag mal schnell, Schiebedach aufpreispflichtig? Ja. Ja, der hat relativ... Das ist ja eigentlich eine Buchhalterausstattung, ne? Kann man so sagen. Nur sagen wir mal ganz ehrlich, wenn man die Sitze von der Haptik her nimmt, die fühlen sich ja nicht schlecht an. Die sehen ja auch so ein bisschen luxuriöser aus. Nur bei den weiterführenden Modellen 32, 35 und 45, die haben so richtig edle Velursitze. Das sieht schon ein bisschen feiner aus. Nur trotz alledem hat dieser Schlitten hier seinerzeit trotz Buchhalterausstattung auch 40.000 Mark gekostet, so wie er hier steht. Ja. Ich denke ganz einfach, das ist eine Menge Geld seinerzeit gewesen, aber man hat auch eine Menge Auto dafür bekommen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde die Farbkombination eigentlich sehr schön. Das nennt sich Cosmos Blau Metallic und hat natürlich auch einen Touch ins Blaue, so leicht hellblau Metallic und dann die passenden dunkelblauen Sitze dazu, hat einen gewissen Charme. Ist zwar der Charme der 70er, 80er, aber nach wie vor immer noch zeitgemäß. Schön, ne? Und top, die Sitze. Die Sitze sind wirklich prima. Es gibt ganz, ganz, ganz minimale Verschleißerscheinungen hier vorne am Fahrersitz, ganz minimal. Aber ja, hier ganz bisschen. Genau, ganz minimal. Aber das Auto ist genutzt worden. Das ist halt der Punkt, ne? Aber ein tolles Auto. Ja, du hast Platz drin, der ist sehr geräumig. Ja, vor allen Dingen im Gegensatz zu manch anderen Siebenern, die sind ja mit Rostproblematiken behaftet gewesen. Ich habe ein kleines Rostställchen hinten an der Heckscheibe gefunden, aber ansonsten muss ich gestehen, ist der also nicht mit Beulen behaftet, nicht mit Kratzern, Rost hat er auch keinen. Und der was ich, was, ja. Gerade Spaltmaße passen, also das finde ich schon sehr schön. Was ich auch sehr überraschend fand bei den Modellen ist, selbst 728,
die sind ja von bis, eine riesen Spannweise. Also, ja. Die, wo die, ne, wenn du mal im Netz schaust, egal ob du bei Classic Trader guckst, bei Mobile, bei eBay, egal wo du mal reinguckst, die sind alle wirklich, also auch von den Zuständen. Ja. Ja. Von bis und ufern teilweise auch in einem normalen Zustand, wie der ist, ja total aus. Der eine, wo ich sage, sind realistisch und manche haben so einen riesen Ausreißer. Richtig. Sehr, das fällt mir bei dem Modell sehr stark auf. Ja, ich denke mal, das liegt daran, weil du wenig Vergleichmöglichkeiten hast. Wenn du jetzt den Vergleich nimmst, S-Klasse und ja. 7er BMW, sind natürlich deutlich viel mehr S-Klassen im Angebot ja. und dadurch sind die auch dann realistischer zu bewerten. Hier ist es tatsächlich abhängig von Kilometer, vom Zustand und von den Extras. Ich habe mich auch erst schwer getan, den irgendwie so halbwegs zu bewerten. Ich bin dann aber auch irgendwo zu einem Ergebnis gekommen, können wir uns nachher drüber unterhalten, weil wir machen ja kein Verkaufsvideo, sondern wir wollen euch ja das Auto nahelegen. Und dazu müssen wir auch noch erwähnen, die Felgen sind zwar originale BMW-Alufelgen, konntest du ab Werk so bestellen, aber du musstest die auch ab Werk bestellen, weil serienmäßig kam der mit Stahlrädern. Die sahen auch hübsch aus mit Chromrand, aber der kam mit Stahlrädern. Ich finde, das passt so schön. Klar, man könnte jetzt auch eine größere Dimension aufziehen, aber irgendwie passt das so zu dem Auto. Also haben wir ja schon ein Extra, die Alufelge als Extra, das Schiebedach als Extra. Das ist also Buchhalterausstattung mit zwei Extra. Ja, genau. Wir haben eine Colorverglasung. Ja. Wir haben eine Zentralverriegelung. Aha. Ja, wir haben einen zweiten elektrischen Spiegel. Und ist jetzt nicht viel. Ich glaube, wir haben auch ein nettes Radio von, ja, wir haben BMW Bavaria Radio. Zwar nicht unbedingt zeitgenössisch, aber wir haben BMW Bavaria Radio. Und soweit ich weiß, der hat ein Antiblockiersystem und das war auf jeden Fall damals noch aufpreispflichtig, soweit ich weiß. Wahnsinn, ne? Ja, ja, da musstest du alles bezahlen, weil du siehst, keine Airbags, ne? Die muss mal eingestellt werden. Ja. Ne? Also, und nicht zu vergessen, habe ich jetzt fast vergessen, die Metallic-Lackierung. Okay. Die Metallic-Lackierung hat 1.300 und ein paar kaputte gekostet. Ansonsten wäre der in weiß, rot, schwarz oder dunkelblau gekommen. Faszinierend, ja. Ja, schönes Auto, mal was anderes. E32 hatten wir hier, wir hatten auch schon 57, als E32, als 57 IL hier. Wir hatten auch schon 8er hier, wir hatten jetzt einige 6er hier, den 2000er haben wir da hinten noch und 323, also 21er und E30, E36, alles Mögliche hier. Aber das ist ja mal, da hatten wir die letzte Zeit keinen hier, ne? Also ich würde hier E23. Nein. Wenn ich jetzt in die Jahre zurückblicke, seit 18 mache ich hier in Classic, davor habe ich das ja alles unter dem Namen Nuria bei mir im Hauptbetrieb gemacht. Ja. Und wenn ich so zurückblicke, E32, ja, habe ich gehabt, mehrere sogar. Ja. Aber nicht einen einzigen E23, den ich in den letzten Jahren als Ultra begleitet habe. Ich habe die mal als Schrottauto in der Firma gehabt, ja, zum Verschotten, die als geschlachtet waren oder so. Aber das ist auch schon 15 Jahre. Also ich kann dir berichten, da ich ja 3 Jahre und 6 Monate älter bin als du, zu meiner Zeit damals, das war so, ja, so 92, da habe ich also bevorzugt sehr, sehr gerne 116er Mercedes in jeder Kategorie verkauft. Ja. Und diese Modelle. Okay. Nur da waren halt Brot- und Butterfahrzeuge. Ja. Da hast du die echt, ich habe sie im Reviermarkt gekauft für 1000 Mark und habe sie in den nächsten Reviermarkt gesetzt für 2500 Mark, wenn sie gut waren. Ne? Mhm. Und da haben die also wirklich auch reißenden Absatz gefunden. Nur das ist natürlich auch genau der Punkt, weshalb jetzt kaum noch gute Fahrzeuge auf dem Markt sind, also weil die einfach verheizt wurden. Also ich habe 2009 oder 10 irgendwo rum, habe ich einen E32 gehabt, den bin ich selber immer wieder auch gefahren, ja. 57 IL. Schick. Ja, brauner Büffellederausstattung. Wow. Der war schon toll. Ja. Und weil der so Macken hatte, und ich hatte auch einen 850, weil der so Macken hatte damals, der E32 mit den Verteilern und Schalldämpfer musste noch, und das alles so teuer war, habe ich immer wieder für den Schrottplatz E32 gekauft. Und die kriegte ich alle für 500 bis 1000 Mark und das vor 15 Jahren noch. Jetzt versucht man 57 zu bekommen. Ja, das waren alles 57. Ich habe immer die 57, also immer die 12-Zylinder gekauft, weil ich brauchte ja, ja. Motoren und Teile, ja. So, auch schon mal für den 850, ja, ja. Und für den 57. Und da waren die alle so 500 bis 1000 Mark, habe ich, Euro, Entschuldigung, 500 bis 1000 ja. Euro habe ich die ja. gekauft. Sensation wird's aber heute dann ist 15 kriegen. Jahre her. Jetzt versucht er mal, also für 1000 Euro Dinge. Wenn du dem Besitzer 1000 Euro anbietest, der sagt, ja, dann verkaufe ich die beiden hinteren Türen, ne? Dann habe ich schon mehr. Ja, aber da kannst du jetzt 15 Jahre nur, ne? Ja. Und ich kann dir sagen,
Ich habe damals den 750iL und den 850i beide gekauft. Ich meine mich zu erinnern, zusammen im Paket für 7.000 Euro. Ja, die ja, hatten ja, aber, die waren aber noch top, die kriegte ich ja, ja so durch, also bei top waren die nicht, aber ich kriegte die so durch TÜV. Die hatten beide über 200 gelaufen, oh, gut, die hatten 100.000, aber ich sag ja, ne, Verteiler musste gemacht werden, ja, einer der Schalldämpfer und so, da musste ich halt Teile haben. Ne? Da, ja. Die waren halt dann, wenn du zu BMW gingst und wolltest einen Verteiler haben, da wollte der von mir richtig viel Geld haben. Aber Nachfolgemodell E23, wüsste ich nicht, dass ich da mal einen von verkauft habe. Und ich habe viele Autos in meinem Leben verkauft. Wobei diese waren ja auch bekannt, gerade diese Ära BMW, so 90er Jahre, 80er Jahre. Da hat man auf der Autobahn immer gesagt, wenn eine blaue Wolke war, ach, da vorne fährt ein BMW, weil die immer Probleme mit den Schaftdichtungen hatten und mit den Zylinderkopfdichtungen. Ja. Und das ist natürlich auch mit ein Problem, wenn solche Autos dann von Leuten gekauft werden, die dann 2000 Mark bezahlen, die achten nicht mehr auf eine Wartung. Nein, da wird und dann ist egal, ob die Schaftdichtung qualmt, was da auch immer ist, Hauptsache der brennt. Genau. Und Hauptsache genau deshalb sind also da viele einfach sind auch nicht mehr kaputt da gefahren worden, die dann einfach auf dem Schrott gelandet sind oder wer weiß wo. Ne? Ja, es folgen Bilder. Wir werden mal ein Gutachten in Auftrag geben und dann geben wir auch mal die Preisfindung. In diesem Sinne sagen wir zu euch erstmal, schön, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn ihr uns folgen würdet, finden wir super. Ja, mega. Ne? Wäre mega. Wenn ihr was kommentiert und dazu schreibt und uns Fragen stellt, finden wir auch gut. Ja, wir haben die letzten Tage nicht so viel geantwortet. Das liegt einfach, weil wir einfach unglaublich viel auch zu tun hatten. In diesem Sinne sage ich, schöne Feiertage, alles Gute und bis bald. Na, da fällt mir noch eine Kleinigkeit ein. Ja. Ich meine, wir hauen jetzt mal richtig mal einen raus. Und wer mal Bock hat, uns so richtig enthemmt kennenzulernen, sollen wir das sagen? Ja, kannst du sagen. Vom 8.5. vom 8.5. abends bis 13.5. morgens sind wir auf der Lieblingsinsel der Deutschen anzutreffen. Richtig. Und da lassen wir mal richtig die Sau raus. Und wer Bock hat, wir da sind, das sagen wir heute nicht. Genau. Und wer Bock hat, der kommt einfach auch in dem Zeitraum dazu und dann werden wir mal richtig eine Sause starten und mal richtig was erleben. Mit uns kann man was erleben. Alles klar? Toll. Schöne Ostern. Die sind dann schon vorbei. Die Ostern sind schon vorbei, bestimmt. Aber es kommt ja schon wieder 1. Mai, dann kommt Pfingsten, dann kommt Frohleichnam. Wir haben so viel Feiertage. Nach Ostern ist also, vor Ostern. Bis bald. Haut rein. Ciao. Ciao, Jungs, Mädels.